Die heutige Ausgabe ist in freundlicher Zusammenarbeit mit CyberGhost VPN entstanden. Auch wenn es den Anschein erregt, dass Starship in der aktuellen Form die Zukunft der Raumfahrt ist, so ist das in meinen Augen doch nur die halbe Wahrheit. Ich warne dich jetzt schon einmal vor, heute gibt es ganz harten Nerd-Talk, nichts für schwache Nerven. Es stimmt, dass Starship mit Abstand die mächtigste Rakete der Welt sein wird, aber das reicht SpaceX nicht. Sie wollen mehr. Starship in der jetzigen Form wird eine Art Grundmodell bzw. Grundgerüst für eine breite Palette von Aufgaben werden. Dadurch, dass wir so viel von SpaceX sehen und die Starship-Entwicklung hautnah miterleben, entsteht in unseren Köpfen eine Illusion, auf die ich heute gerne genauer eingehen möchte. Zu diesem Zweck werfen wir unter anderem einen genaueren Blick auf die Entwicklung der Raptor-Triebwerke. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Also schreib mir deine Gedanken gerne in die Kommentare. Hier meine Hypothese. Ich behaupte, dass die jetzige Starship-Evolution nur der Anfang von etwas viel Größerem ist. Meine Vermutung ist, dass SpaceX hier strategisch vorgeht und sich für die Zukunft positioniert. Also dass Starship in der aktuellen Form nur eine Art Kompromiss ist. Wenn ich richtig liege, dann beginnt SpaceX Ende dieser Dekade oder spätestens, wenn Starship Crew-zertifiziert ist, damit ein noch größeres Trägersystem zu entwickeln. Im Laufe des Videos unterbreite ich dir meine Indizien und Beweise. Mach dir dann gerne dein eigenes Bild und schreib mir in die Kommentare, was du denkst. Selbst bereits Raptor 1, welches 185 Tonnen Schub geliefert hat, hätte gereicht, um das Starship-Programm einen vollen Erfolg werden zu lassen. Denn 33 Raptor 1-Triebwerke hätten schon 6105 Tonnen Schub erzeugt, was schon gereicht hätte, um das 5000 Tonnen Starship zu starten. Damit wäre das Schubgewichtsverhältnis oder SGV bei etwa 1,2 gewesen. Genau wie das der ersten Mondrakete der NASA, der Saturn V. Mit einem SGV von 1,2 beginnt der Aufstieg der Rakete sehr gemütlich bzw. langsam und die Beschleunigung nimmt mit der Entleerung der Tanks immer weiter zu, da die Rakete allmählich leichter wird. Ich bin damals davon ausgegangen, dass SpaceX versuchen wird, Raptor 1 verlässlicher zu machen und das wird es dann gewesen sein mit der Entwicklung. Bis Anfang 2023 sind für alle Flug- bzw. Hopptests nur Raptor 1 Triebwerke zum Einsatz gekommen. Aber ich hätte nicht weiter daneben liegen können, denn bereits 2019 war es schon SpaceX's Plan, Raptor 2 zu verwenden, was sie dann auch beim orbitalen Testflug im April gemacht haben. Wo liegt der Unterschied, willst du jetzt vermutlich wissen. Bevor wir dieser Frage auf den Grund gehen, habe ich noch einen lieben Gruß vom Sponsor der heutigen Ausgabe für dich. CyberGhost VPN. Mit über 17 Jahren Erfahrung ist CyberGhost VPN einer der führenden Anbieter für Internetsicherheit und ist auf Trustpilot mit exzellent bewertet. Obendrein bietet es unzählige weitere Vorteile. CyberGhost VPN versteckt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, sodass du dich sicher und anonym im Internet bewegen kannst. Eine veränderte IP-Adresse ist nicht nur sicherer, sondern lässt dich auch noch virtuell überall auf der Welt sein. Ganz zu schweigen davon, dass CyberGhost VPN auf über 40 beliebten Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und vielen anderen anwendbar ist. Das erlaubt es dir zum Beispiel, Serien und Filme zu schauen, die nicht in Österreich, Deutschland oder der Schweiz verfügbar sind. Zum Beispiel Roswell, Starship Troopers und Traitors of Mars und ganz viele andere. Mit tausenden von Servern in 91 Ländern bietet CyberGhost eine zuverlässige und sichere VPN-Verbindung. Schütze bis zu 7 Endgeräte gleichzeitig mit einem einzigen CyberGhost VPN-Abo. Die CyberGhost App ist auf allen üblichen Plattformen verfügbar. Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, Spielekonsolen und Linux. Nutze meinen Link in der Videobeschreibung unten und sichere dir jetzt einen unglaublichen Preisnachlass von 83% auf deinen 2-Jahres-Plan. Das entspricht etwas mehr als 2 Euro pro Monat und zusätzlich habe ich noch 4 Gratis-Monate für euch herausgehandelt. Und als ob das alles nicht reicht, gibt es noch die 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und rund um die Uhr Kundenservice. Verpasse nicht die Chance auf sicheres Surfen und uneingeschränkten Zugriff auf Inhalte. Klicke jetzt auf den Link und sichere dir heute dieses tolle Angebot von CyberGhost VPN. Um es einfach auszudrücken, Raptor 2 ist wesentlich aufgeräumter, einfacher gebaut und für die Massenproduktion optimiert. Ganz konkret bedeutet das für gewöhnlich eine Vereinfachung der Architektur des Triebwerks. Mit 1,6 Tonnen wiegt Raptor 2 auch 400 Kilogramm weniger als Raptor 1.
Als ob das alles nicht schon massive Verbesserungen wären, liefert Raptor 2 mit 230 Tonnen fast 25% mehr Schub als sein Vorgänger und operiert nicht bei 250, sondern bei 300 Bar Brennkammerdruck. Das ist so viel Druck wie in 3000 Meter Tiefe. Wir haben ja gesehen, was tiefes Wasser anrichten kann. Bis 2019 war das RD-180 Triebwerk der Sowjets der Rekordhalter mit 257 Bar Kammerdruck. Da hat SpaceX nämlich den Rekord gebrochen, als Raptor 1 mit 270 Bar feuerte und Starhopper für einen kurzen Hop in die Lüfte hob, bevor es wieder landete. Und nur damit wir den vollständigen Kontext haben. Da der Raptor den Treibstoff gestuft verbrennt, muss in der Vorverbrennung ein viel größerer Druck herrschen als in der Hauptbrennkammer. Sonst würden die Abgase in die falsche Richtung fließen. Wir reden hier von etwa 600 Bar, also unvorstellbare Drücke. Dieses hochauflösende Bild von Jack Beyer ermöglicht einen Blick in die Seele des Raptor 2 mit der Seriennummer 44. Hier auf dem Etikett ist die Sauerstoffvorverbrennung beschriftet. Man kann erkennen, dass diese Leitung für 823 Bar ausgelegt ist. Und das war im Januar 2021. Die Legierung für diese Leitungen hat SpaceX zumindest seit Dezember 2018. Da teilte Elon damals noch auf Twitter in einer Unterhaltung, dass das Metallurgie-Team eine Superlegierung entwickelt hat. Diese SX500 Superlegierung soll mehr als 827 Bar standhalten. Damit kann Super Heavy mit all seinen 33 Triebwerken 7590 Tonnen Schub erzeugen. Damit liegt das SGV schon bei über 1,5, was wahnsinnig ist für ein derartig gigantisches System. Wenn Übermotorisierung einen Namen hätte, dann wäre das wohl Starship. Warte, Übermotorisierung hat schon einen Namen. Sein Name ist Übermotorisierung. Also was soll das hier? Sorry. Also, Raptor 2 führt schon zu einer ordentlichen Übermotorisierung von Starship. Dennoch muss auch hier irgendein SpaceX-Ingenieur hergekommen sein und gesagt haben, hey, Starship braucht mehr Power. Das macht SpaceX nicht, weil ihnen langweilig ist, sondern weil sie einen Auftrag haben. Der Auftrag lautet, das Raptor-Triebwerk so mächtig wie möglich zu machen, damit SpaceX in Zukunft mehr Optionen hat. Ich kann mir vorstellen, dass die nächste Generation von Starships davon abhängt, wie die Raptor-Entwicklung verläuft. Mit dem Hot Staging, also dass die Oberstufe feuert, während sie noch auf der Unterstufe hängt, ist das Gesamtsystem bereits um knappe 2 Meter höher geworden. Hier auf diesen Renderings von TDSN19 auf Twitter bekommt man einen Eindruck davon, wie das aussehen könnte. Und mit Twitter meine ich natürlich X, aber ich brauche noch etwas Zeit, um mich mit dem neuen Vokabular vertraut zu machen. Und Kevin Randolph hat dieses Ringsegment in der Werkstraße für What About It gespottet. Es könnte sich hier um einen Pathfinder handeln, aber auch um Flughardware. Ich bin gespannt, wie diese gefühlte Sollbruchstelle die auftretenden Kräfte aushält. Einige Tage später hat SpaceX den Booster 9 nach einigen Tests zurück in die Werkstraße gebracht und den Hot Staging Ring samt Hitzeschild für den Booster montiert. Was ich besonders faszinierend finde, ist, dass das Schiff mit nur 3 dieser Häken am Booster befestigt wird. Ist aber nicht das heutige Thema. Ich war mir nicht ganz sicher, ob dieses Gitter die im Flug auftretenden Kräfte aushält. Die Tests, die in der Messis-Anlage an diesem Testartikel durchgeführt wurden, haben vielversprechend ausgesehen. Nichts Gröberes scheint schiefgegangen zu sein. Im Endeffekt könnte man diesen Ring doch auch als Auspuff bezeichnen, oder? Jedenfalls kann man diesen Ring gemäß seiner löchrigen Natur nicht bedrücken. Daher hat SpaceX ein wenig zusätzlichen Stahl verschweißt und der Booster wird oben mit zusätzlichem Hitzeschutz ausgestattet. Owe von SpaceX 3D Creation Eccentric hat da einige Renderings erstellt, die uns zeigen, wie dieser Ring innen aussehen könnte. Laut Elon bringt dieses Vorgehen etwa 10% Effizienz in der Gesamtperformance und er hat bereits bestätigt, dass der Ring beim nächsten Test zum Einsatz kommt. Dafür hat man nach dem letzten Test den Versorgungsarm auf Englisch Quick Disconnect oder QD mit dieser zusätzlichen Konstruktion ausgestattet, welches es ermöglicht, das höher stehende Schiff zu betanken. Im Umkehrschluss heißt das, dass ein kürzeres System nicht mehr auf dem OLM betankt werden kann. Zumindest nicht in dieser Konfiguration. Aber das ist unwichtig, weil das könnte sich auch noch einmal ändern, wegen dem, was jetzt kommt. Jetzt gut aufgepasst, das ist mega spannend. Du hast das sicher schon mitbekommen, aber die Kurzfassung ist, dass NASA Spaceflight dieses Testfeuer in McGregor gefilmt hat und am Tag darauf
postet Elon dieses Schuhprofil eines Raptors. Das Besondere hier ist, dass dieser Raptor für 45 Sekunden stabil auf 350 Bar und mit 269 Tonnen geschoben hat. Dabei reicht die Flamme bis zum Flame Diverter hinunter. Bei bisherigen Tests war das noch nicht beobachtet worden. Das ist unerhört. Damit brechen sie alle Rekorde. Aber was viel spannender ist, ist, dass diese ganze Angelegenheit völlig neue Welten eröffnet. 269 Tonnen Schub pro Triebwerk bedeutet 8877 Tonnen Schub für den Booster. Das entspricht einem SGV von 1,8, was super ist, weil dir das eine extrem hohe Engine-Out-Kapazität gibt. Aber auf lange Sicht willst du ja eigentlich keine Triebwerke mehr verlieren im Flug. Daher ist so eine hohe Engine-Out-Kapazität nicht wirklich notwendig. Das ist einfach so viel, dass es fast wehtut. Ein SGV zwischen 1,2 und 1,5 ist völlig ausreichend. Bedenkt man hier noch, dass die Raptor-Entwicklung schon recht fortgeschritten ist, aber noch bei weitem nicht abgeschlossen, dann verlockt mich der Gedanke, dass der Raptor in Zukunft noch mächtiger werden könnte. Daher ist es naheliegend, dass SpaceX das System in Zukunft etwas verlängert oder sie lassen das System, wie es ist, und haben einfach enorme Nutzlastkapazitäten. Was aber in meinen Augen wahrscheinlicher ist, ist, dass sie Starship insgesamt auf 6000 Tonnen strecken und haben noch immer ein SGV von 1,5. Das ist auch noch ganz schön zügig. Diese unglaublichen Mengen Schub sind natürlich besonders nützlich, wenn man Tankerschiffe bauen möchte, was SpaceX ja vorhat. Und hier schließt sich der Kreis. Mit derart potenten Triebwerken wird es sich gewissermaßen leichter erweisen, enorme Mengen an Treibstoff in den Orbit zu bringen. Ich glaube ja, dass SpaceX hier mit der ganzen Raptor-Entwicklung Blut geleckt hat. Mich würde es nicht wundern, wenn sie sogar noch mehr Schub und Effizienz herausholen. Man muss hier auch ganz ehrlich dazu sagen, dass dieses Raptor 3 Testfeuer erst einmal nur das war. Ein einziges Testfeuer. SpaceX war laut Elon selbst überrascht, dass es funktioniert hat. Wir werden wohl in den kommenden Monaten mehr davon sehen in McGregor. Das ist übrigens dort, wo SpaceX seit Jahren alle möglichen Triebwerke baut und testet. Im ersten Halbjahr 2023 hat SpaceX mehr als 1000 Triebwerke in McGregor gefeuert. Dort haben sie letztes Jahr eine brandneue Raptor-Produktionshalle errichtet. Das hat ihre Raptor-Produktionskapazitäten auf einen Raptor am Tag hochgeschossen. Das werden sie auch brauchen, wenn sie hunderte Starships und Super Heavies in Betrieb nehmen wollen. Aber im Moment war das dann doch so Overkill, dass sie erst einmal nicht mehr auf Vollgas produzieren. Das macht wieder Personal frei für die Weiterentwicklung des Triebwerks. Dass SpaceX hier keine Ruhe gibt, sondern ohne Kompromiss weiterentwickelt, zeigt mir, dass sie noch nicht erreicht haben, was sie erreichen wollen. Mit der aktuellen Systemarchitektur könnte Starship Nutzlasten von bis zu 200 Tonnen in die Erdumlaufbahn bringen. Wenn wir uns aber zurückerinnern, als Elon eine der früheren Evolutionen von Starship auf dem 67. Internationalen Astronautischen Kongress in Guadalajara vorgestellt hat, war die Rede von einem wesentlich größeren System, das dazu in der Lage ist, 300 Tonnen Nutzlast zu transportieren. Ich habe mit Aeneas darüber geredet und habe einige interessante Dinge dazu herausfinden können. Im Grunde geht es darum, dass diese 33 Meereshöhen optimierten Raptor-Triebwerke, die wir aktuell oder auch in Zukunft unter dem Super Heavy Booster sehen, gar nicht so sehr auf Meereshöhe optimiert sind, wie es ihr Name vermuten lässt. Denn wenn sie wirklich auf Meereshöhe optimiert wären, wären die Triebwerksglocken so groß, dass sie weniger davon unter dem Booster packen könnten. Diese Triebwerke sind eigentlich für einen Bereich unter Meereshöhe optimiert. Das ist aber nur marginal wichtig, denn die Rakete verbringt nicht allzu viel Zeit in der jeweiligen Höhe. Indem sie die Triebwerksglocke so klein halten, verzichten sie auf ein wenig Effizienz, können dafür aber mehr Triebwerke unterbringen. Laut Aeneas könnte man da mit der passenden Glocke noch einige Prozent an Effizienz herausholen. Die Idee dahinter ist, dass SpaceX so viel mehr Triebwerke produziert und sich so die Entwicklung viel schneller amortisiert, also lohnt. In späteren Iterationen und Weiterentwicklungen für eventuelle andere Raumschiffe könnte man sich immer noch für eine größere Glocke entscheiden. Und jetzt noch ein Gedankenspiel, das mir untergekommen ist, das heute vielleicht noch verrückt klingt. Anstatt die Systemarchitektur grob zu verändern, würde es doch oberflächlich betrachtet Sinn ergeben, drei solche Super Heavy Booster aneinander zu schnallen, um schwere Nutzlasten zu befördern oder aufwendige Orbits zu erreichen. Ich gebe zu, es sieht extrem cool aus und als Nerd würde ich mich über diesen Anblick extrem freuen, aber es ist nicht immer alles Gold, was glänzt.
Es ist leider nicht immer so einfach, orbitale Raketen aneinander zu schnallen und abzufeuern. Sollte SpaceX beginnen, an einem Post-Starship-Programm zu arbeiten, dann müssen sie sich ganz genaue Gedanken dazu machen, in welche Richtung sie gehen möchten. Sie müssen sich ganz genau überlegen, wie sie vorgehen, um die gesamte bereits aufgebaute Infrastruktur mitverwenden zu können. Diese beiden Programme würden dann zueinander stehen, wie die Falcon 9 zur Falcon Heavy. Aber wir wollen hier den Tag nicht vor dem Abend loben und schauen uns deswegen jetzt ein paar höchst interessante Dinge an. Die Frage ist jetzt doch, wo stehen wir ganz konkret? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen genaueren Blick auf die Infrastruktur werfen. 3 Monate nach dem ersten Starship-Testflug, bei dem der Super Heavy Booster den Boden auseinandergenommen hat, sind Anfang August die ersten Tests des neuen Deluge-Systems durchgeführt worden. Ein erster Test, der das System verifiziert hat, und ein zweiter Test mit vollem Druck. Sieh dir mal diese gigantischen Wassermengen an. Wenn hier jetzt noch 33 Raptor-Triebwerke hineinfeuern, dann wird das meiste davon verdampfen. Das wird dann ähnlich wie die Testfeuer der RS-25-Triebwerke im Stennis Space Center ausschauen. Alles, was nicht verdampft, fließt hier in dieses neue Becken neben dem OLM. Das kleinere Becken direkt daneben soll den verdampfenden Sauerstoff einsammeln. Das ist deswegen notwendig, weil die Triebwerke vor dem Start mit flüssigem Sauerstoff und Methan gekühlt werden. Das Methan wird eingesammelt und über den Starttisch in die Tanks zurückgeführt. Der Sauerstoff wird über eine andere Leitung in dieses kleine Becken geleitet. Es ist echt verrückt zu sehen, mit was für einer Geschwindigkeit hier vorgegangen wird. Nach den ersten 2 Deluge-Tests wurden auch die 33 Triebwerke vom B9 für Spin-Prime-Tests angeworfen. Davor wurde B9 natürlich noch bei Cryo-Tests für dicht erklärt. Hauptsache, sie erklären den Booster nicht zum Dichter. Das ist alles, was ich will. Ich musste jedenfalls nicht an einen Dichter denken, sondern an einen Bodybuilder, als B9 seine Gridfins testete. Diese Gridfins werden dem Booster beim Wiedereintritt in die Atmosphäre dabei helfen zu steuern, wie es die Falcon 9 auch macht, um auf Drohnenschiffen zu landen. Inzwischen schon weit über 200 Mal. Auf Twitter meinte Elon, dass sie eine 50%ige Chance darauf hätten, beim nächsten Testflug einen Orbit zu erreichen. Was so viel bedeutet, wie dass er es nicht weiß. Ich lasse mich oft auch gerne mitreißen und übersehe, was alles eigentlich noch erledigt werden muss, damit diese Operation ein Erfolg wird. Damit Starship 2025, was in 2 Jahren ist, Menschen für Artemis 3 auf dem Mond landen kann, muss SpaceX noch so viele Dinge in den Griff kriegen. Sie müssen einen Orbit erreichen, im Orbit tanken und in irgendeiner Weise HLS-Missionen zum Mond schicken, bevor die NASA ihre Astronauten ins Starship einsteigen lässt. Damit Starship Menschen auf dem Mond landen kann, muss es vorher nicht zwangsläufig auf der Erde landen können. Denn der Mond hat im Gegensatz zur Erde keine echte Atmosphäre. Das birgt andere Herausforderungen, ist aber nicht das heutige Thema. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass bei diesem Testflug so viele Dinge so viel besser sein werden. Zum Beispiel wird beim zweiten Testflug der Duschkopf unter dem OLM auf die Probe gestellt. Am 7. August hat SpaceX zwar Booster 9 ganz kurz drauf gefeuert, aber der Test ist nicht ganz so verlaufen wie erhofft. Für diesen Test ging SpaceX etwa 2 Minuten vorher live, um uns einige Infos zu geben. Der Booster war vollständig mit flüssigem Sauerstoff und der Methantank war mit ausreichend Treibstoff für einige Sekunden Raptor Höllenfeuer gefüllt. Etwa 20 Sekunden vor dem Start aktivierte sich das FireX-System. Das ist im Endeffekt ein eingebauter Feuerlöscher. Bei etwa T-7 Sekunden begann die Deluge-Anlage, die SpaceX in den letzten 3 Monaten hier hinter dem Startturm gebaut hat, das Wasser mit Hochdruck unter den Booster zu drücken, bevor die Triebwerke aufhalten. Dabei kam eine neue Startup-Sequenz zum Einsatz. Wir haben aber leider nicht erfahren, was genau daran neu war. Über Mission Control haben wir im Anschluss erfahren, dass 4 der 33 Triebwerke den Start abgebrochen haben. So ein ähnliches Problem hatten sie auch beim ersten Start. Da sind einige Triebwerke gar nicht erst angesprungen und andere sind im Flug ausgefallen. Jedenfalls hätten die verbleibenden 29 Triebwerke für etwas unter 5 Sekunden feuern sollen, haben aber nur 2,7 Sekunden gefeuert. Das bedeutet, dass SpaceX jetzt die nächsten Tage damit verbringen wird, die aufgedeckten Bugs auszubügeln und dann zumindest noch ein Static Fire vor dem zweiten Testflug veranstaltet, weil wir wieder bei den Triebwerken sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Raptoren unter B9 wieder ausfallen, ist verhältnismäßig recht groß. Der Grund dafür ist, dass die B9-Triebwerke vor über 1,5 Jahren gebaut wurden. Seither hat sich in der Raptor-Entwicklung viel getan. Man kann aber nicht ständig neue Raptoren heranschaffen für das Prototypenprogramm. Sie möchten die Triebwerke verwenden, die da sind. Für die Tests reichen sie aus.
Was ich damit sagen will, ist, dass die Raptoren der kommenden Booster und Schiffe wesentlich verlässlicher sein werden als die, die wir bisher gesehen haben. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz bei der Infrastruktur bleiben. Abgesehen davon, dass nichts mehr von dem riesigen Krater unter dem OLM zu erkennen ist, hat auch so ziemlich alles einen neuen Anstrich erhalten, um vor der rauen Meeresluft geschützt zu sein. Ein Anzeichen für erhöhte Testaktivität sind jedenfalls diese Fundamente für zusätzliche Methanlagertanks. Denn mit der aktuellen Kapazität können sie zumindest einen vollen Starship-Stack befüllen. Dass da neue Methantanks platziert werden, zeigt mir, dass sie vorhaben, bald noch mehr Tests durchzuführen. Apropos Tests. S25 steht seit einigen Wochen bereits vollständig getestet auf dem Teststand B und wartet auf weitere Anweisungen. Dieser Prototyp ist dicht und hat bereits seine Triebwerke gefeuert. Wenn du das hier siehst, kann es sein, dass S25 schon zurück in der Werkstraße ist. RGV Aerial Photography hat diese Bilder eingefangen, die zeigen, wie ein Mitarbeiter defekte Hitzeschutzkacheln entfernt. Die Kacheln sitzen ganz schön fest, wie hier zu erkennen ist. S28 wurde auch Anfang August zur Messis-Anlage gebracht und vollständig auf Flex getestet. Nun ist der Prototyp wieder zurück in der Werkstraße, um mit den Triebwerken ausgestattet zu werden. Bin gespannt, ob dieser Prototyp schon 6 statt 3 Vakuum-Raptoren erhält. B10 hat auch schon Messis einen Besuch abgestattet, um dort auf seine Dichtheit überprüft zu werden. In der Werkstraße hat sich seit meinem letzten Starship-Update jede Menge getan. Zum Beispiel nähert sich die zweite Megabay ihrer Fertigstellung. Sie hat bereits alle 5 Ebenen erhalten und müsste in den nächsten Wochen noch mit Dachelementen ausgestattet werden, bevor sie in Betrieb geht. Direkt daneben hat SpaceX vor einigen Wochen die erste Etappe der Star Factory abgeschlossen. Ohne groß zu warten, haben sie im Anschluss direkt damit begonnen, hinter den Zelten alles abzureißen, um Platz für die nächsten Etappen der Starbase-Erweiterung zu machen. Inzwischen ist aus der Luft schön zu erkennen, wie massiv dieses Gebäude sein wird, wenn es vollendet ist. What About It hat da einige Renderings erstellt, die uns zeigen, wie das am Ende aussehen könnte. Mitarbeiter haben sogar schon begonnen, die beiden Gebäudeteile miteinander zu verbinden, sodass es ein durchgängiges Gebäude ergibt. Die 3 Zelte werden wahrscheinlich nach der Fertigstellung der nächsten Etappe in die neue Halle ziehen. Danach werden die Zelte abgetragen und ebenfalls mit einem Gebäude ersetzt. Nach vorne, also zur Straße hin, wird das Gebäude etwas höher werden. Und diese Bilder zeigen, dass Crews bereits mit der Demolierung der Midbay begonnen haben. Ob da noch eine Highbay oder Megabay hingestellt wird, ist jetzt noch unklar. Die Massenproduktion von Starship hat noch nicht einmal begonnen, meine Lieben. Wir sind noch nicht einmal am Anfang dieser Reise. Damit diese Star Factory errichtet werden konnte, hat SpaceX die Werkstatt hierher neben Sanchez umgesiedelt. Das Gebäude steht ebenfalls kurz vor seiner Fertigstellung. In dieser Werkstatt entstehen solche Dinge wie maßgeschneidertes Werkzeug, Teststände, Transportstände und anderes Hilfsgerät. Hier in der Boca Chica Siedlung tut sich auch einiges. Was aber viel spannender ist, ist, dass sie eine der beiden Tracking-Satellitenschüsseln demontiert haben. Im Moment bleibt nichts außer Spekulation, denn niemand weiß genau, warum sie das gemacht haben. Wir steigern uns noch weiter, denn ich finde ja, dass die Erweiterung Boca Chicas noch mal spannender ist. Boca Chica bekommt mindestens 2 neue Straßen und jede Menge neue Wohnhäuser. Und noch viel spannender als das ist, dass inzwischen schon Starlink V2 Satelliten in Boca Chica angekommen sind. Hier in diesem Gebäude neben der Siedlung wartet ein Stack von Starlink V2 Satelliten auf ihre Integration in einen Prototyp. S28 hat vor seinen Cryotests eine Nutzlasttür erhalten. Also kann sein, dass dieser Prototyp dann tatsächlich schon Satelliten befördert. Könnten natürlich auch nur Mockups sein. Was glaubst du? Bevor wir jetzt einen schnellen Blick auf Cape Canaveral werfen, möchte ich mit dir diese coolen Bilder vom Schrottplatz genießen. Danke NASA Spaceflight dafür. Hier sehen wir, wie Crews eine ehemalige Steuerfläche auseinanderschneiden. Und weil wir gerade beim Verschrotten sind, S15, der Prototyp, der als erster einen Höhenflug samt Landung überstanden hat, wurde etwa 1,5 Jahre nach seinem legendären Testflug verschrottet. SpaceX ist so schnell, da bleibt kaum Zeit, um sentimental zu werden. Sentimental waren sie auch nicht, als sie S27 gnadenlos einfach auseinandergeschnitten haben. SpaceX ist auch mit ihren Plänen für das zweite Starbase in Florida gnadenlos. Dort steht zwar schon eine Star Factory, aber alle anderen Arbeiten sind soweit mehr oder weniger eingestellt. Die Segmente für einen zweiten Starship-Turm stehen schon bereit, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie auch bald errichtet werden. Viele Teile wurden in den letzten Wochen vom Cape nach Boca Chica gebracht. Stattdessen arbeiten Crews an einem zweiten Crew Access Tower für Slick 40.
Slick 40 wird seit 2010 von SpaceX für alle möglichen Starts genutzt, die keinen Crew-Zugang benötigen. Denn wenn Sie bei Pad 39A neben dem Crew Tower mit Starship hantieren wollen, dann brauchen Sie unbedingt eine Alternative, falls da mal etwas schief gehen sollte. Da SpaceX schon seit längerem nicht an dem neuen Turm arbeitet und auch die Arbeiten am Hochschutz eingestellt hat, vermuten manche, dass sie in Zukunft die Schiffe vollständig in Texas bauen wollen und dann über den Wasserweg zum Cape bringen. Für Last-Minute-Arbeiten am Booster oder am Schiff wird sich SpaceX ins Vehicle Assembly Building der NASA im Kennedy Space Center einmieten. Das Gebäude ist mit seinen 160 Metern definitiv hoch genug. Es ist sogar höher als der Startturm in Boca Chica. SpaceX wird auf jeden Fall den nächsten Testflug von Boca Chica abwarten, um zu sehen, ob der gigantische Duschkopf funktioniert oder nicht. Wenn alles nach Plan verläuft, könnten Sie den Boden unter dem OLM am Cape aufstemmen und ebenfalls ein solches System installieren. Für alle Fälle steht noch das LC-49 am letzten Zipfel von Kennedy Space Center bereit, falls SpaceX Starship doch nicht neben oder auf 39A starten kann. Bevor ich die heutige Ausgabe zum Schluss bringe, möchte ich noch einmal kurz zur Triebwerksentwicklung kommen. Wenn wir zurück an die Merlin-Triebwerke denken, dann hat SpaceX deren Schub in den vergangenen 15 Jahren von etwa 35 auf rund 100 Tonnen verdreifacht. SpaceX hat es geschafft, das SGV des Merlin-Triebwerks von rund 70 auf 200 anzuheben. Noch einmal zur Erinnerung, das bedeutet, das Triebwerk liefert das 70 bis 200-fache seines eigenen Gewichts. Beim Raptor läuft es ähnlich. Sie haben nun funktionierende Modelle und produzieren enorme Stückzahlen. Inzwischen soll die Produktion eines Raptors unter 1 Million US-Dollar kosten. Das Ziel ist es, die Triebwerke sogar in Richtung einer 250.000 US-Dollar zu bringen. Verglichen mit den F1-Triebwerken der Saturn V von Rocketdyne, die jeweils 115 Millionen US-Dollar, und den RS-25 von Aerojet Rocketdyne, die das Space Shuttle und das SLS angetrieben haben, die ebenfalls 104 Millionen US-Dollar gekostet haben, ist das wahnwitzig günstig. Man kann jetzt argumentieren, dass man die Triebwerke nicht miteinander vergleichen kann, weil die einen mehr, die anderen weniger Schub liefern. Während das F1 auf 17.000 US-Dollar pro Kilonewton kommt, liefern die moderneren RS-25 jedes Kilonewton für 56.000 US-Dollar. Der Raptor liefert die gleiche Leistung für 443 US-Dollar. Das sind übrigens Werte aus einem Bericht des NASA-Generalinspektors, das habe nicht ich erfunden. Weißt du noch, als SpaceX den Raptor 1 um 400 Kilogramm auf 1,6 Tonnen abgespeckt hat? Mit der neuesten Evolution auf Raptor 3 hat das Triebwerk weitere 200 Kilogramm verloren und wiegt nur mehr 1,4 Tonnen. Der Traum eines jeden Ingenieurs. SpaceX hat das SGV des Raptors von rund 92 bei Raptor 1 auf über 192 gebracht. Dabei sind wir noch nicht einmal in der operativen Phase des Raptor-Lebenszyklus angekommen. Das Ziel ist jedenfalls, dass das Triebwerk weitere 200 Kilogramm abspeckt und dass seine Leistung weitere 20% angehoben wird. Das würde bedeuten, dass zukünftige Raptoren mit einem Kampfgewicht von 1,2 Tonnen über 320 Tonnen Schub liefern könnten. Das ergibt ein SGV von sage und schreibe 269. Insgesamt könnte das Starship mit solchen möglichen Raptoren insgesamt über 10.560 Tonnen Schub generieren. Die Triebwerke, die aktuell in Boca Chica an den Testartikeln hängen, sind Raptor 2 mit 230 Tonnen Schub und einem SGV von 144. Das Raptor-Triebwerk, das am 12. Mai gefeuert hat, liefert 269 Tonnen Schub bei einem Kampfgewicht von 1,6 Tonnen, also ein SGV von 168. Das ist schon ganz ordentlich. So spannend die aktuellen Entwicklungen heute sind, umso spannender werden die kommenden Jahre, meine Lieben. Wahnsinnig aufregende Zeiten, in denen wir leben. Zu guter Letzt möchte ich dir zum Abschluss dieser Ausgabe diese coolen Bilder eines Starlink-Starts von Cape Canaveral zeigen, während eine Falcon Heavy auf dem Pad 39A im Kennedy Space Center auf seinen Start gewartet hat. Den Start habe ich übrigens gestreamt, wenn es dich interessiert. Wie immer findest du alle Quellen und Links in der Videobeschreibung unten.
Wenn du der Meinung bist, dass du einen Mehrwert aus meinen Videos ziehst und möchtest mir aus diesem oder einem anderen Grund dabei helfen, den Kanal größer und professioneller zu gestalten, dann findest du auch dazu alle Infos unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den zahlreichen Kanalmitgliedern und Patrons für euren großartigen Support. Ihr ermöglicht Maßchroniken. Vielen Dank. Und jetzt noch die Erinnerung: Mit dem Link in der Videobeschreibung unten und im angepinnten Kommentar erhältst du bei CyberGhost VPN 83% und 4 Monate kostenlos obendrauf. Mein Name ist Sirwan und das war Maßchroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.